Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen. Es ist schön und wahr, lieber Gordon Hoffmann, und es geht immer und immer um die Kinder. Bei allem, was wir hier gemacht haben, bei allem, was wir in dieser Legislatur und in denen davor gemacht haben, wir haben noch nie so viel wie in dieser über Kita gesprochen. Mal wart ihr die Antragstellenden, mal waren wir das. Und es ging immer um die Kinder. Wir haben sehr viel Landesgeld angefasst in dieser Legislatur und jetzt haben wir die Chance, weil endlich der Bund erkannt hat, dass er hier hineingehört in die Finanzierung von Kita, eben auch Bundesmittel vernünftig zu verteilen. Meine Kollegin Gabi Theis hat es schon gesagt, das werden wir tun. Die 164 Millionen werden wir einsetzen für das, was wir jetzt als erstes tun, nämlich die insbesondere benachteiligten Eltern, die ja die Benachteiligung ihrer Kinder letztendlich mit sich tragen, besser zu stellen. Und wir werden in einem weiteren Schritt, der ist ja jetzt im Gesetz noch gar nicht geregelt, auch wenn Gordon Hoffmann sich darauf schon fokussiert hat, in einem weiteren Schritt ein Förderprogramm auflegen, um die längeren Betreuungszeiten abzubilden in Höhe von 10 und dann nochmal 20 Millionen. Wir werden die Anleitungsstunden für diejenigen, die ins System kommen, damit fördern. Und wir werden auch zum Glück die Elterngremien mit finanzieren können mit einem kleinen Beitrag. Und ich finde es richtig, dass eine rot-rote Regierung ganz zuerst genau das macht, wofür sie sich insbesondere auch zuständig fühlt, nämlich für die Benachteiligten. Und ich sage nach § 90 SGB 8, ich sage hier auch ganz deutlich in die Facebook-Blase hinein von den Eltern, die da sagen, oh, dann kriegen die jetzt wieder was und lohnt sich nicht mehr arbeiten zu gehen. Diese Neiddebatte brauchen wir nicht. Wir brauchen Solidarität mit denen und die üben wir jetzt aus mit den Eltern von Kindern, denen es nicht so gut geht. Und wir werden das mit einem Erstattungsverfahren machen, wo sie nicht entwürdigende und umständliche Anträge auf den Weg bringen müssen. Und ja, wir werden auch die Geringverdiener hier mit berücksichtigen mit einem Jahreseinkommen von ca. 20.000 Euro und werden damit 70.000 Kinder, die Zahl ist schon genannt worden, von 192.000 Kindern von Beiträgen befreien. Das ist eine Riesenleistung, die wir hier auf den Weg gebracht haben und da können wir auch ein Stück weit stolz drauf sein. Und die Parteien, drei Parteien hier in diesem Hause haben sich schon in ihren Programmen dahingehend geäußert, dass sie diese Schritte weitergehen wollen. Und die CDU, liebe Kolleginnen und Kollegen, die ihr erst mal gesagt habt, wollen wir nicht. Wir wollen zuerst Qualität und Beiträge beitragsfrei nicht. Auch ihr werdet nicht umhinkommen, hier weitere Schritte zu gehen, egal in welcher Konstellation. Was mich ganz besonders freut, ist natürlich, dass die SPD noch mal auf den letzten Metern ein Stück weit gesprungen ist. Wir hatten 2015 ja Eltern in diesem Land, die sich aufgemacht haben, eine offensichtliche Ungerechtigkeit, nämlich die der Beiträge, sich anzusehen und das zu klären für sich. Warum ist was wie? Und ich mache es hier mal nicht unter Immanuel Kant. Es haben sich Eltern gefunden, die den Mut hatten, sich ihres eigenen Verstandes zu bedienen und aus ihrer Unmündigkeit zu befreien. Es waren mündige Bürgerinnen und Bürger und Eltern, die 2015 dazu beigetragen haben, dass wir das Gesetz gemacht haben und dass wir inzwischen 10 Eltern, Kreiselternbeiräte haben. Und überall dort, wo wir sie haben, versuchen diese Eltern, sich einzubringen, auch in Qualität von Kindertagesbetreuung. Die sind nämlich über sich hinausgewachsen. Sie werden nicht nur über Elternbeiträge reden. Und es gibt Eltern, die können inzwischen zwischen Kalkulationen von Kindertagesstätten und Finanzierung besser als manch ein Fachdienstleiter. Und das ist gut, dass Eltern sich zu dieser Kompetenz aufgemacht haben. Und wir sollten diese Eltern stützen. Und im Übrigen möchte die CDU sich vielleicht auch mal klar werden darüber, was sie eigentlich wollen. Auf Kreisebene eine Strategie der Verhinderung von Elternbeiträgen zu fahren, wie im OSL-Kreis, beispielsweise dem Kreis des Fraktionsvorsitzenden. Und hier zu sagen, wir sind für die Elternbeiräte, das ist nicht wirklich stringent. Also da müsst ihr euch noch einigen, was ihr wollt. Natürlich sind die Elternbeiräte ganz, ganz wichtige Partner. Und ich bin froh, dass auch mit der Ministerin Britta Ernst das hier einen richtigen Drive bekommen hat. Sie hat es von Anfang an als eine wichtige Bereicherung erfahren. Und deswegen sind wir ja auch so weit gekommen, dass wir jetzt wissen, wofür wir dieses Geld einsetzen wollen, das wir von Bundesmitteln bekommen. Insofern ran an diese Elternbeiträge.
wir müssen jetzt ganz schnell die entsprechenden Rechtsverordnungen auf den Weg bringen. Das wollen wir auch. Es war ein überaus ambitioniertes Verfahren, das durch die Fraktionen SPD und Linke hier auf den Weg gebracht wurde. Und wir werden dieses Verfahren auch zu einem guten Ende bringen, wenn wir dann die Beteiligung und das Einvernehmen zu den Rechtsverordnungen herstellen. Deswegen bitte ich Sie also, stimmen Sie der Beschlussvorlage des Ausschusses für Bildung, Jugend, Sport zu. Stimmen Sie also diesem guten Kita-Gesetz zu. Und es wird dann mal wieder ein wirklich guter Tag für die Kinder in Brandenburg. Boah, ja. Ein guter Tag.